Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kenlix mit einem neuen Hearthstone-Video für euch. Endlich im neuen Jahr geht es jetzt auch weiter mit den Hearthstone-Videos für euch. Und ich habe mir diese Woche was sehr Spezielles aufgehoben. Und zwar ein Arena-Deck, was ich schon gedraftet habe. Und ich dachte, ich zeige euch das gleich einmal direkt. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir wollen es an der Website öffnen, denn dieses Deck ist schon sehr speziell. Ihr seht rechts schon die Deckliste. Aber es ist bisher das höchste bewertete Arena-Deck, was ich gedraftet habe, und es hat eine Deck-Tier-Score von 80,4, was absolut absurd ist, und es liegt hauptsächlich an den 6 Abyssal-Enforcern oder auch Abyssal-Vollstrecker, wenn ich hier unten mal hinschaue. Absolut bescheuert, ich habe 6 Stück davon draften können, dass bei so vielen Karten 6 mal die gleiche überhaupt erwischen ist richtig heftig. Generell ist das Deck sehr, sehr stark, auch meine Augen. Es hat Early Game überwältigende Macht, was super ist mit einem Rubischen Ei oder eben dem geisterhaften Krabbler. Wir haben 2 Zombie-Fraß und Wogenspitzel fürs Early Game. Und ansonsten auch ein paar Two-Drops, allerdings nicht so viele bekommen wie gewollt. Agentenbreiter, der Blutzorntrank, der auch eine extrem gute Wertung hat aufgrund der vielen Dämonen, die wir haben. Kurin der Kabale, damit können wir alles Mögliche also bekommen, ob es nun ein Flammenstoß ist oder eben doch was Heilendes vom Priester, je nachdem wie wir es brauchen. Ein Schattenblitz, auch ein Top-Removal, Schrecken der Leer jetzt nicht so das Beste. Allerdings haben wir dafür auch ein paar Kombos, eben überwältigende Macht oder das Ei. Violette Illusionisten wird relativ praktisch sein, wir werden eine Menge Damage nehmen mit den Abyssal-Vollstreckern. Und ja, Chemikerin der Kabale kann auch nicht schaden. Der Chemiker ist jetzt nicht die stärkste Karte, Hosenheiler wird aber wahrscheinlich eine Menge Value kriegen durch die ganzen 6-6, die wir hier haben im Late Game. Kristallwirker, auch top in dem Deck, ich sag mal selbst als normaler Vordrop oder eben wenn es sowas wie den Leerrufer sogar bufft oder schon der Abyssal-Vollstrecker. Ein Aufzieher, ihr seht, wir haben auf 5 und 6 nur 2 Plays insgesamt, das ist das einzige Problem, aber sobald wir Turn 7 erreichen, geht wirklich die Party ab und dann Abyssal-Vollstrecker, Abyssal-Vollstrecker und noch einer. Und also wir probieren einfach mal das Deck aus. Schauen wir wirklich, ob es die 80er-Wertung bringt. In meinen Augen ist halt wirklich das große Problem das Midgame. Wenn wir keinen guten Turn 5 oder Turn 6 hinkriegen, nach Motto 4 plus 5 ist ja auch ein guter 6-Drop, dann werden wir ein Problem haben. Ansonsten, wenn wir das erreichen und nicht zu viel Schaden haben, können wir einfach mit den Abyssen das Game reißen. Und ihr seht jetzt schon hier, wir haben direkt in der Starthand einen Abyssal-Vollstrecker und die werden wir jedes Mal mulligan. Problem ist, die Decklist ist immer noch auf Englisch, da gibt es noch keine Neuerung. Aber wir haben 1-2 als Kurve. So gesehen nur den Vollstrecker weg. Und schon einmal die perfekte Kurve. Power Overwhelming kann auch nicht schaden. Wie gesagt, wir wollen nur bis Turn 7 überleben. Wir werden definitiv bis dahin einen von denen hoffentlich gezogen haben. Ich meine mal, 6 zu 26 jedes Mal jetzt die Chance. Natürlich immer noch besser, also 25% fast pro Runde. Da muss ja ein 2-Drop callen. Hoffentlich eine 2-3. Nicht gerade optimal. Da kriegen wir jetzt kaum Value aus dem Terrorwolf Alpha. Wir machen trotzdem den Trade. Einfach um das Tempo nicht zu verlieren. Wir wollen nicht den Wolf umsonst geben. Der hält doch etwas mehr Value in meinen Augen. Wobei das ziemlich eklig ist jetzt mit Trog. Aber egal. Wir haben hier immer noch eine sehr schöne Kurve. So gesehen, wir gehen natürlich face, wir wollen nicht den Trade ihm geben, den wird er selbst machen wahrscheinlich. Dann haben wir den Leerrufer. Hoffentlich ziehen wir wirklich einen unserer 6-6. Okay, das ist jetzt ziemlich schlecht für ihn. Wollen das so heilen, er wird sich ärgern, denke ich mal. Wir spielen hier trotzdem den Leerrufer, obwohl wir keinen Dämon haben und machen den Trade. Es ist wirklich doof, dass wir keinen Dämon haben. Das wäre so schön fürs Tempo. Immer noch kein. Ich denke, wir werden hier einen Lifetap anbringen. Ein rubisches Ei. Das hilft auch nicht viel weiter. Wir können mit Schattenblitz plus Trade, ist allerdings relativ schwach. Nehmen wir schon einfach die Kurierin der Kabale aus. Und nehmen die Blitzheilung. Höllenfeuerwehr werden genügend AOE haben. Lieber den Heal hier. Und ich bleibe nur zu hoffen, dass er nicht unseren Dämon tötet. Sieht nicht danach aus. Und er wird Face gemacht, was auch ganz in Ordnung ist. Hier haben wir gute Value auf alle Fälle mit dem Play. Das heißt, wir buffen das einmal richtig schön hoch schon mal. Sollte ihm Angst machen.
Die Sache ist die, wir haben keinen Dämonen, der wird es wahrscheinlich töten. Wenn ich jetzt nur das Nerubische Ei ausspiele. So gesehen wäre der Schattenblitz eine Möglichkeit oder sogar hochheilen. Nehmen wir trotzdem nur das Nerubische Ei. Ist jetzt nicht optimal für uns. Und die Abyssalvollstrecker, ja, keine Ahnung, wo sie sind. Irgendwo tief im Deck. Wow. Ja, da kriegt er seinen Punish für. Mal schauen, was er tötet. Ne, er tötet doch das Ding. Hat er Glück gehabt. Wir haben keinen Dämon. Jetzt ziehen wir natürlich ein. Aber auch hier, ganz klar, wir spielen aus, gehen Face. Natürlich verlieren wir so ein Leben drauf, aber das hätten wir so oder so verloren. Jetzt können wir einfach aggressiv, ja, pushen für Damage. Ich glaube, das müssten wir fast töten. Ach, natürlich noch ein bisschen Vollstrecker, wie sich's gehört. In dem Fall würde ich aber sagen, ignorieren. Das heißt, wir machen erst einen Live-Tap. Machen wir es einmal so. Und ich würde sagen, wir heilen sogar hoch. Haben wir, weil ich es jetzt nicht tot haben will durch einen Flammenstoß. 7-4 plus 5-4 wäre definitiv ein Flammenstoß. Und er scheint keinen direkten Removal zu haben. So gesehen, wir versuchen weiter drumherum zu spielen. Blizzard. Ding hat immer noch keinen Removal. Flammenkanone. Erstmal gucken wir, was wir entdecken können. Was ist bisher gestorben? Der Alpha-Zombie-Chao ist gestorben, das Nerubische Ei. Ich glaube fast, das Dämonenfeuer ist das Beste hier. Wir buffen die Kreatur einfach weiter hoch, weil in dem Fall ist es als 5-7 besser. Wir versuchen hier, wie gesagt, weiter um den Flammenstoß rumzuspielen. Ich denke mal, er hat ihn wirklich auf der Hand. Ihr habt noch ein bisschen Vollstrecke, er hat es richtig gesehen. Demnach spiele ich ja auch wieder ein bisschen Vollstrecke aus. Demnach sollte ich aber erstmal damit Face gehen. Eisbarriere. Yep, ein bisschen Vollstrecke. Und ein Schattenblitz. Und ich glaube, dann haben wir nächste Runde fast schon den Kill. Hätten wir vielleicht diese Runde haben können, das wären hier 4, 6 gewesen. Ne, noch nicht. Arkane Explosion. Reicht zum Glück nicht. Ich hoffe, jetzt hier noch ein bisschen Enforcer, dass wir einen richtig schönen BM können. Ah, leider nicht. Aber egal. So. Max BM. Wäre natürlich Live-Tap für einen Abyssal Enforcer, aber er weiß ja eh, dass wir noch einen haben. So gesehen, wir spielen einmal eine 14-12 aus und töten ihn. Und wie zu erwarten, 1-0. Das war es mindestens auch, wenn ich ein wenig frustriert war, dass eben unser Void-Caller keinen, ja, Dämon hatte, den er aus der Hand gezogen hat. Was echt erstaunlich ist. Ich meine, wir haben, wie viel haben wir denn? 8 Dämonen neben dem Void-Caller. Also im Normalfall sollte er einziehen. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder Werbung, also das Ad. Hoffentlich können wir es wegskippen. Ja, wunderbar. Das ist das einzige Problem beim Haas Arena Companion. Allerdings, ich mag es einfach, weil es mir viel Arbeit abnimmt, eben die Deckliste zu integrieren ins Video. Und ich denke, das ist auch für euch gar nicht so schlecht. Auch wenn es da keine Kommentare gab, ob es jetzt gut oder nicht gut ist. Ich meine mal, ihr solltet mal wirklich die App ausprobieren, gerade wenn ihr in der Arena Probleme habt. Sie ist schon sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und ist Hearthstone abgeschmiert oder ist Hearthstone nicht abgeschmiert? Sucht jetzt sehr lange nach dem Gegner. Zum Glück nicht abgeschmiert. Zoom. Wir haben wieder einen Abyssal Enforcer in der Hand. Und den Void Caller. Und ich glaube, den Void Caller können wir mal wirklich behalten. Weil wir werden wahrscheinlich einen Abyssal Enforcer haben. Allen Leerrufer. Das heißt, die Macht kommt weg und der Abyssal Vollstrecker. Wie gesagt, ich denke, wir werden einen neuen ziehen. Bis dahin. Wir haben wieder unseren One Drop, Two Drop. Und hier eine ziemlich gute Combo. Aber schauen wir mal,
was unser Gegner hat. Und das ist halt das Gute am Tommy Fraß. Gerade in so einem Deck mit so viel Late Game, wie wir es jetzt haben. Ich meine, 6, 7 Drops ist ziemlich viel. Da braucht man wirklich alles Early Game, um so wenig Leben wie dann möglich zu verlieren. Und das läuft eigentlich momentan ganz gut. Schauen, ob der Gegner merkt, dass er jetzt entweder fertig ist oder One-Drop spielt. Noch ein One-Drop sogar. Wenn nicht, Coin. Wir wollen jetzt nicht so sehr fürs Tempo gehen. Da wir eben auf 5 und 6 so wenig Plays haben, werden wir wahrscheinlich dort irgendwie die Münze versuchen einzusetzen. Noch besser. Kriegen wir sogar noch die Heal-Value. Alles fürs Tempo. Abyssal Enforcer sollte jetzt aber langsam an die Hand kommen. Es könnte sein, dass wir in der nächsten Runde schon den Leerrufer mit der Münze rausspielen wollen. Dann brauche ich definitiv einen Dämon. Das ist so das einzige Problem. Aber wir haben sonst auch Wolf, Zombie-Fraß. Wobei, jetzt will ich es nicht spielen. Aber jetzt wäre ein guter Moment, Leerrufer eben mit der Münze rauszuhauen. Deswegen bitte Dämon. Kein Dämon natürlich. Ein Zauber wäre, wie gesagt, kein Mage-Zauber, sondern einer von Hexmeister. Deswegen, ich nehme mal die Schöpfung. Können wir eben gut als 5-Drop oder so verwenden. Und wir machen hier mit der Münze noch einen Zombie-Fraß. Weil er wird den Trade sicher haben, so haben wir wenigstens noch die Board-Kontrolle. So gut es geht. Das ist gut für den Terrorwolf Alpha bisher. Schon mal was erziehen. Ein Abyssal Enforcer. Das heißt, wir können hier den Lifetap bringen. Spielen einmal den Wolf, Trade und Face. Wobei ich hätte mit dem linken traden sollen, falls er die Schöpfung spielen. Das war ein kleiner Fehler. Allerdings haben wir nächste Runde wahrscheinlich Leerrufer plus Worgenspitzel. Und dann sollte das Game auch schon wieder gelaufen sein. Außer jetzt irgendwas richtig Absurdes. Knuckles wäre stark. Also die 3-7, glaube ich, ist es. Die legendäre. Aber sieht nicht so aus, als hätte er einen guten Zug. Ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Wir nehmen natürlich dann die Trades an. Und immer den mit Verstohlenheit in die Mitte, ob es nun überspannen ist oder der Explosivschuss. Immer versuchen, um solche AOE-Karten herumzuspielen. Sonst hätte er mit Überspannen relativ simplen Trade gehabt, nämlich. Ein aerobisches Ei hat er auch noch. Und einen Shredder. Ich glaube, wir werden hier unseren Leerrufer opfern. Ja, eine 2-3 ist natürlich etwas ungünstig. Das heißt, wir spielen das Ei hier hin. Und den hier hin. Wir greifen nicht an, sonst hat er einen Gratis-Trade, das wollen wir nicht unbedingt. Ah, Diog ist natürlich ärgerlich, so kann er die 3-4 töten. Mal gucken, ob er das Ei auch verwendet. Na, will den ein bisschen scheinbar töten. Soll mir ganz recht sein. Yes, natürlich trifft das Ei. Jackpot. Es gibt einmal einen Wow dafür. Das muss wehtun. Also wir werden Live-Tappen zuerst. Den Trade machen. Ich glaube, wir werden dann mal anfangen, langsam Face-Damage zu pushen. Und um den Explosivschuss rumzuspielen, machen wir mal den Gilbenpirscher dorthin. Nachtdrop wäre auch ganz gut nächste Runde. Da sieht man eben mal die Power von den Kabalpriesterinnen. Oder Kabalkurier, ich weiß nicht, wie sie genau hieß. Die 3 Mana 2-2. Man findet immer was Passendes eigentlich. Natürlich kann man auch richtig Pech haben, nur Schrott ziehen, aber das ist das Schöne beim Entdecken. Meistens ist eine der drei Karten sehr gut. Oh je.
Er geht sogar hier face, das ist fast schon wie aufgeben. Den will ich jetzt auch nicht ausspielen. Wir schauen mal, was wir für einen 8-Drop kriegen. Hätte ich vielleicht erst machen sollen. Wahrscheinlich habe ich gerade irgendwo einen Liesel verpasst dadurch. Ach komm, ich töte die ab. Wir spielen safe. Oh je, der neue Lepragnom, den keiner haben will. Das soll eine Waffe sein. Ja, das war's wohl. Spielen wir es mal schnell, damit es mehr Content gibt, damit ich die Videos nicht zusätzlich in die Länge ziehe. Denn ihr wisst ja noch, die sind bei mir nicht so lange, immer nur 30 Minuten. Eigentlich mal 3 Runden. So, Ad sofort weggeklickt. Ha. Keine Werbung für euch. Nachher kann ich das Video nicht mit Werbung auf YouTube haben, aber das kann ich schon länger nicht mehr. So gesehen ist es eh nicht so schlimm. Bin mal gespannt, haben wir jetzt erstmal die Starter nur mit Abyss und Enforce und haben wirklich alle auf der Hand. Jetzt haben wir wieder einen. Bisher in jeder Starthand hatten wir einen. Aber diesmal haben wir kein Early Game dazu. Das heißt, wir müssen es definitiv einmal weghauen. Weiter starten wird's Gutes, aber wir suchen aktive Karten, keine reaktiven. Und Spannung, Spannung. Abyssal Enforcer ist natürlich dabei. Und die Schreckenshöllenbestien. Aber wir haben auch einen 2-Drop, so gesehen. Gar nicht mal so schlecht. Und einen 3-Drop. Das Ei wäre jetzt der ideale Top-Deck, wenn wir jetzt das eine X-Runde ziehen. Ei und dann Schrecken der Leere ist einfach ziemlich gut fürs Tempo. Aber sieht nicht so aus. Aber ich werde definitiv die Spinne nächste Runde essen wollen. Denn eine 4-5 ist für einen Priester ein Riesenproblem. Das heißt, wir gehen face, wir essen die Spinne und sind fertig. Und jetzt müsste er theoretisch heilen, das wäre auch scheiße für sein Tempo. So gesehen immer besser für uns. Also heilen, wenn er seinen Dings am Leben haben will. Das Ding hat 4 Leben. Hast du eine Eule? Silence oder was? Ich glaube, er hat probiert, mit dem Schattenwort Schmerz zu tagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn es komisch scheint, aber was könnte es sonst sein? Kommt noch was mit der Münze. Es hängt sehr davon ab, ob wir einen guten Spielzug haben oder nicht. Wir haben einen guten. Dafür tappen wir natürlich zuerst. Wir wollen ja die Reihenfolge nicht vergessen. Und dann heilen wir einmal das Ding wieder hoch. Kann das natürlich mit einem Trank, der... Ja, womit er den 2 Angriffskreatur klauen kann, könnte er theoretisch hier Trade, Trade, Trade und dann 3 Drops spielen. Aber er hat's nicht, umso besser. So darf das gerne immer sein. Wir nehmen natürlich erstmal den zufälligen Trank. Ja, noch mehr AOE. Ich stelle ein bisschen Overkill bei dem Deck. Aber egal, wir können weiter fürs Board pushen. Müssen nur schauen, nächste Runde, dass wir die beiden wegtrainen. Dann kommt die 6 und dann die 7 und dann die 7 und dann die 7. Oder so ähnlich. Ihr wisst es. Ja, das Heilen war halt nicht so stark. Da es eh gestorben wäre, train mir vor dort rein. In Zoom. Jetzt braucht das erste Schattenwort tot. Ja, da könnte einem fast schon leid tun. Denn wir haben natürlich auch die 7 dazu. Dagegen kann man einfach schlecht drumherum spielen. Natürlich kann das jetzt hier hochheilen, aber es spawnt weiter nur 1-1.
Und es sind nicht gerade die besten Kreaturen, die er auferstehen lässt. Die 6-3 wird sterben. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber sei es drum. Wir spielen einmal den nächsten und gehen wieder Face. Und dann würdet ihr jetzt auch nur noch denken, what the fuck. In den ersten 12 Karten, 2 Abyssal. Ja. Da ist er Instant Conceit, wie zu erwarten. Und da die Matches jetzt so schnell waren, haben wir hier mal endlich den Vorteil, wir können gleich mal das nächste Match machen. Und ich werde einfach versuchen, ja, immer so ein bisschen Blick zu haben von der Zeit, so 30 Minuten pro Video wäre ganz gut. Aber wenn es jetzt irgendwie doch ein abrupt abbricht, Run, und wir irgendwie verlieren, was ich nicht hoffe, dann will ich halt schauen, dass ich es ein bisschen anders schneide und ja, und wie kriegen wir das schon hin? Was wollen wir das Ei behalten? Ich meine, wir haben den Tröter, der könnte uns eine überwältigende Macht geben. Oder den Abusive Sergeant. So gesehen, wir behalten es mal. Und schauen einfach mal. Ziehen natürlich wieder einen Abyssal-Vollstrecker. Aber hier ist es ziemlich problematisch, wegen des Face-Damage, den sie doch mit sich bringen. Ich glaube einmal, dass er keinen One-Drop hat. Er hat natürlich einen. Aber wenigstens einen, wo wir den Tröter gegen spielen können. Wir machen es hier mit der Münze, wir wollen das Board nicht verlieren. Ich denke mal, Voodoo Doctor ist gar die beste Karte hier von allen. So komisch, wie es auch scheint. Einfach für den Self-Heal oder eben Kreaturen healen. Ist es nicht ganz so verkehrt. Hm, ziemlich gut. Eieieiei. Das Gute beim Eis natürlich auch, wir können es selbst mit ein bisschen Vollstrecker kaputt machen. Im Notfall. Es sollte er nicht gewinnen können. Er gewinnt es aber natürlich. Wir haben immer noch 4-7 Drops im Deck. Aber gut. Ah, Voidcaller. Unsere Rettung ist da. Und der beste Trank ist übrigens der Trank der Heilung, den wir dort bekommen könnten. Auch von mir aus viele One-Drops. Komme ich mir zurecht. Jetzt ist natürlich der Void Terror auch eine gute Möglichkeit. Allerdings, wir machen das nicht. Denken wir nicht, dass er es töten will. Und wir können den Schrecken der Leere verwenden, um beides hier zu zerstören. Und dann noch den Abyssal-Vollstrecker zu rufen, was auch ziemlich gut für uns wäre. Aber schauen wir mal, was der Gegner macht. Worst case, er poppt es, weil wir ziehen hier den Schrecken der Leere. Anstatt Abyssal. Aber sieht gut aus. Wollte schon sagen, will das Ei jetzt kaputt machen oder was? Wäre etwas komisch gewesen. Einmal so. Ich denke, das Leben heilen wir lieber dann bei uns selbst. Weil wir müssen eigentlich gar nicht heilen. Wir machen es trotzdem. Ziemlich starker Zug, würde ich sagen. 6, 7, 6, 6 und eine 4, 4. Sollte den Druck aufbauen, so gesehen immer nur noch uns heilen. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das Board außer Kontrolle verlieren. Es ist wahrscheinlich, dass wir einfach durch Face Damage sterben. Und ich weiß nicht, warum man nicht mit dem Wolf tradet. Wahrscheinlich hat er irgendwie einen Hunde, ja, den, die 4-3, die Wildtiere bufft. Vor allem, er hätte damit eine Karte ziehen können. Hätte er den Trade gemacht. Wollte aber nicht. Soll ins Recht sein. Oh, geh Face. Das stört uns diesmal nicht. Also, jetzt macht er doch den Trade. Sieh an. Zieht hier seine Karten. Also machen wir doch einen Live-Tap noch. Das ist jetzt die Frage. Wir könnten den Trade machen und dann die beiden. Und dann spielen wir die Chemiker in der Kabale. Ich glaube, das ist besser. Ja. Ist jetzt bei unserem Deck gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist, ob wir überhaupt den Trade machen. Ich sag's, wir gehen Face. Wir müssen irgendwie eine Siegstrategie aufbauen. Ich kann jetzt natürlich hier den Trade machen und den.
Aber wir müssen auch irgendwo das Face Damage herholen. Und wir wollen eh nächste Runde die alle wegtraden. Bitte spiel noch irgendwie einen 2-Drop oder irgendwas Kleines. Mal gucken, alle, wenn er den Trade nicht macht, dann fresse ich ihn. Ja. Wollte ich sagen, dann fresse ich ihn Besen, aber. Ich muss ihn zum Glück nicht fressen. Wir verlieren wieder die 3-3. Sei es drum. Wir sind es mittlerweile gewöhnt. Und wir haben nächste Runde den Kill. Mit einer Abyssal Enforcer, wenn wir wollen. Oder eben den Blutzorntrank. Ich denke mal, wir buffen es hier lieber hoch und spielen ein paar Kreaturen dazu. Denn mit denen hätten wir dann auch theoretisch den Kill mit einer Abyssal Enforcer. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich gucke mal gerade auf die Zeit. Der hat 25 Minuten, also es ist sehr wahrscheinlich, dass es das letzte Match ist für diese Runde. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Bitte jetzt nur Sachen mit 3 oder 4 Leben höchstens. Wenn er noch was ausspielt überhaupt. Das ist wunderbar. Auch wunderbar. Ich denke mal nicht, dass er das Ei kaputt machen wird. Nö. Face is the place, sagt er. Und wir haben eigentlich den Kill nächste Runde schon. Alle spielen unseren dritten Abyssal. Vielleicht kriegen wir sogar noch den vierten hin. Das wäre mal nice. Ich hoffe, er lässt mich BM. Ich will noch ein bisschen Vollstrecker spielen. Yes, Jackpot. 4 Stück. Und das in den ersten 15 Karten. Was ein wunderschöner BM. Ja, und ihr seht wirklich, wenn man mal wirklich Glück hat mit seinem Draft und ja, so ein beklopptes Deck jetzt hier mit 7 Abyssal Vollstreckern draftet, kann es relativ gut und easy laufen, wenn man das passende Early Game hat. Und dann geht's weiter im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen zweiten ersten. Macht's gut, euer Kelnix. Ciao.